So, liebe Leute, welcome back. Da sind wir wieder. Wir schauen als erstes mal ins Inventar. Wir haben ja ein paar Sachen eingesammelt. Interessiert mich jetzt, was wir da bekommen haben. Okay, das ist unsere Waffe. Können wir die jetzt schon modden? Mündung. Nö, noch nichts drin. Aber warum wird die denn grün dargestellt? Standard. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen was. Rekrutenweste, Stufe 4. Rüstungsschutz 21. Ja, die nehmen wir. Claro. Was haben wir denn hier? Schnellwechselmagazin. Das ist doch ein Waffenmod. Für was? Ein Mod wird angelegt, indem man... Ja. Aber für welche Waffe? Also dann doch für die. Deswegen wird hier grün angezeigt. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Ah, so. Okay. Schnellwechselmagazin. 2,5% Nachladetempo. Ja, dann. Okay, dann haben wir die Waffe schon mal gemoddet. Sehr cool. Ansonsten mehr haben wir nicht. Alles klar. Dann machen wir weiter. Jeden der Flügel untersuchen. Okay, dann fangen wir hier mal an. Sicherheitsflügel. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Okay. Das ist also die erste Mission, die wir uns abholen können. Dann haben wir hier oben den Tech-Flügel. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Okay. Und dann haben wir da unten noch... Das müsste dann der Medizinflügel sein, ne? Genau, medizinischer Flügel. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. In Ordnung, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wir starten doch einfach mal mit dem ersten Flügel da draußen. Oder? Ja, hier gibt's nichts mehr. Nee, wir starten mit dem ersten Flügel, den wir uns da draußen zuerst drin waren. Welcher ist das denn? Der Sicherheitsflügel. Ich würde sagen, mit dem legen wir los. Okay. Schließen Sie den Einsatz Lincoln-Tunnel Checkpoint ab, um Roy Benitez zu retten und den Sicherheitsflügel zu aktivieren. Achso, wir müssen da an jeden Laptop ran. Okay, dann geht's doch nicht so. Lager, was haben wir denn hier? Boah, so viel zu entdecken. Ah, hier können wir noch Sachen ablegen. Ja, sehr geil. Sehr cool. Okay. Dann gehen wir jetzt noch an jeden Laptop dran, würde ich sagen. So, schließen Sie den Einsatz in der U-Bahn-Leichenhalle ab, um Paul Rhodes zu retten und den Tech-Flügel wieder in Betrieb zu nehmen. In Ordnung. Und dann noch einmal der medizinische Flügel. Schließen Sie den Einsatz Madison Feldlazarett ab, um Dr. Jessica Kendall zu retten und den medizinischen Flügel wieder in Betrieb zu nehmen. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen... Haben wir das doch schon mal? Hey, wonach suchen Sie? Ein Mod-Händler. Was Sie auch brauchen, ich hab's. Ein Schalldämpfer? Aha, aha. Ah, kostet teuer Geld, ne? Na gut, dann bis später. Was hat er hier? Waffenhändler? In Ordnung. Wir brauchen Sie. Ah ja. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Wie er jedes Mal so einfach dasteht und einfach nichts sagt, ne?
Okay, ein sicheres Standbein. Was eine Anspielung. So, was machen wir denn zuerst? Ich würde sagen, wir checken mal die... Du tust ihm ja weh! Hör mal, ich habe 6 Jahre Medizin studiert. Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen hast, während du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt hast. Einen Knochen zu richten ist nicht schön. Wenn dir was an deinem Kumpel liegt, nimm die Knarre aus meinem Gesicht. Willst du mir drohen, Bitch? Ich sage nur, wie es ist. Okay. Hier können wir auch Wegpunkte setzen. Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie. Besonders die Leiterin Jessica Kendall, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Okay. Dann würde ich sagen, hier starten wir. Wir räumen jetzt erstmal das Feldlazarett ordentlich auf. Und holen die gute Tante da zurück. Okay, Spielersuche. Laden Sie andere Agenten in Ihre Gruppe ein. Ja, okay, das ist dann für später, wenn ich mir mal ein paar Jungs aus der Community einlade. Dann checken wir das Ganze hier mal mit Multiplayer ab. In Ordnung, jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Tante hier befreien. Kann ich jetzt eigentlich, da wollte ich nochmal schnell schauen. Fähigkeiten. Ne, ist immer noch gesperrt. Ach genau, ab Stufe 5, da war ja was. Okay. Der Herr wird Sie dafür bestrafen. Lange nicht gesehen. Ach, sind wir schon da, oder wie? Okay. Wo ist das denn jetzt? Hier irgendwo, ne? Ah, ja, okay. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Kendall und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis, als Personal für unsere medizinische Abteilung. Auf mich sollten Sie damit nicht zielen. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Hey, hey, hey. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Natürlich. Ich mach's alleine. Und ihr Pisser bleibt da draußen stehen. So. Ah ja, da vorne läuft schon mal eine. Da laufen noch mehrere. Wo sind die hin? Was soll das denn? Besser mal nachsehen. Vielleicht mal ein bisschen mal verdammter Boss. Zieh doch selber nach. Macht weiter. Bleibt wachsam. Mieses Schiss haben die Jungs, hä? Ich hab was gehört. Ihr auch? Wir haben Besuch. Ich hab was gehört. Ihr auch? Schnapp den Wachter! Ab. Alter! Hört auf rumzugammeln! Tut mir echt leid. So, den hätten wir. Oh mein Gott! Oh, jetzt muss er nachladen. Ach, die kommen doch mit. Sehr nett. Okay. Die hätten wir schon mal. Danke für Ihre Hilfe. Glück für die Stadt, dass Sie auf unserer Seite sind. Ja, ja, ich bin der Geilste. Boah. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Könnte ich. Okay. Einmal hier hoch. Der hat doch noch Munition für mich hier, oder? Ich meine, mir wäre so gewesen, als ob. So, gibt's hier noch irgendwas? Nö. Na, gesund sieht es hier auch nicht aus. Wo geht's denn hier lang? Ach, da drüben. Das muss einem doch gesagt werden. Keine Sau hier. Okay, dann mal Sicherheitssystem. Ich bin drin.
Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Aha, aha, aha. Was ist denn mit dir hier? Boah, überall tote Jungs. Dann würde ich sagen, einmal hier rein. Okay, hier ist nichts. Ah, wir können nochmal auffüllen. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten. Ja klar, sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Doch, natürlich. Leise anschleichen. Alles abräumen, was geht. Okay, ist da schon jemand? Sieht nicht so aus. So, wo sind die Jungs denn jetzt? Ich sehe niemanden. Ach, da hinten. Okay, da hinten. Könnten wir ja eigentlich hier hin, wenn da keiner... Okay. Da hinten ist noch einer. Ich schwöre, da war wer. Ja, du schwörst. Weiter suchen. Da ist noch einer. Hier. Ich hab was gehört. Ihr auch? Ich würde ja gerne den Typen da zuerst ausschalten. Ich hab was gehört. Ihr auch? Weiter suchen. Komm mal raus da! Ihr auch? Ich schwöre, da war wer. Boah, bleib mal in Deckung, Junge. Ich hab was gehört. Ihr auch? Ob wir es schaffen, denn da. Ah. Was war das? So kriegen wir ihn. Scheiße, hier ist der. Ja! Yeah. Woher wissen die denn, wenn ich eine Granate geworfen habe, wo ich bin, hä? Komm raus da. Du hättest nicht alleine kommen sollen. Wer sagt denn, dass ich alleine bin? Achtung, er versteckt sich! Wow! Weitere Feinde entdeckt. Alter, lad mal nach. Alter, steht er direkt neben mir. Okay. Einer weniger. Weitere Feinde entdeckt. Aber jetzt kommt er wieder mit seinen Scheißgranaten, ey. Scheiße, ich hab's gewusst. Wow. Ui. Alter. Kommt mal hierher. Kommt. Kommt mal hierher. Wo sind sie denn? Jetzt kommt, stellt euch nicht so an. Okay, einer weniger. Warnung, weitere Feinde entdeckt. Wie kommen denn da noch? Boah, bleib mal in Deckung. Oh, shit. Okay.
So, komm. Warum sind die denn lila? Alter, was ist denn mit dir? Kann mir mal einer erklären, warum die lila sind? Und warum die denn so schnell draufgehen? Ist ja scheiße. Alter, die gehen mir voll auf den Keks mit ihren Scheiß. Alter. Da ist noch einer. Komm raus da jetzt. Du Knallkörper. Sein? Sitzt da noch so ein Affe irgendwo? Alter, der Typ geht mir voll auf den Keks. Aber so richtig. Komm da jetzt raus, Mann. Erstmal hier hinten ist da noch einer. Hier wird mir das auch angezeigt, als würde hier noch einer stehen, oder? Nö. So, jetzt komm mal hier raus, Mann. Ja, sehr gut. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobys. Der ging mir jetzt mal voll auf den Keks, der Typ, ey. So, da gibt's was zum Looten. Ansonsten war's das hier. Interessant hier mit den ganzen Laboren, Utensilien. Muss ich mal kurz einen Screenshot machen, meine Lieben. So. War wohl mal eine Basketballhalle. So. Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ja, das ist der Madison Square Garden, verstehe. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Klar, ich bin ja dabei. Alles grundentspannt. Die haben den Madison Square Garden umgebaut. Kontaminierte Zone, benötigter Filter 2. Habe ich jetzt einen Filter auf? Ach, da drüben ist okay, verstehe. Kann ich da jetzt reingehen? Ah, da brauche ich ein Dietrich-Set, okay. Der Weg zu Kobys führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Ja, die Maske setzt jetzt von alleine auf, hoffe ich. Oder gehe ich jetzt hier drauf? Oh. Hier sind böse Menschen. Böse Menschen tun böse Dinge. Oder doch nicht? Wer hat denn jetzt geredet hier? Die können mich alle mal am Arsch lecken. Ja, mich auch. Die JTF macht mir keine Sorgen. Vor der JTF habe ich keine Angst. Da hinten. In Ordnung. Ich nehme nur, was mir zusteht, klar? Du nimmst nur, was dir zusteht, ist klar. Die
Die schulden uns was. Bleib doch mal stehen, du Knallkörper. Oh. Den Wichser. Wo er hinschießt, der Kalle, trifft so gar nichts, ne? Alter, wie man sich hier konzentrieren muss. Was sind noch mehr von den Typen? Alter, da ist auch noch einer. Wir haben ja Granaten, so ein Mist, ey. Da ist ein Eindringling. Ach, sie haben ihn. Boah, ganz feige in den Rücken geschossen, ey. In Ordnung. Waren sie das jetzt? Oh, da sind hier noch mehr von den Knallkörpern. Komm ich hier rüber? Kann ich hier nicht rüberhopsen? Was ist da los? Achso, da komme ich auf die Ränge vom Madison Square Garden. Ist ja auch cool hier, so die Lounge, ne? Cool gemacht. So. Wow, Alter. Ich bin ja bei sowas immer extrem schreckhaft. Hey Jungs, alles ist cool. Bin doch hier. Ihr könnt gehen. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Genau. Warnung, Feinde entdeckt. Keiner darf entkommen. Keiner kommt hier lebend raus. Ja, das sagst du so. Ihr entkommt mir nicht. Komm schon, eliminiert die Wachsbade. Mach sie fertig. Schnapp sie. Was ist denn mit dir? Alter, lauter Selbstmordattentäter. Deckung schießen, ich gehe ja noch drauf. So eine Scheiße. Aber da kommt jetzt schon wieder so ein Freak, ey. Wer ist Alex? Wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Okay, Dach sichern. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Ja, ich komm ja. Lass mich doch erstmal. Bewegung, Leute. Den gleichen Weg zurück. Wir kriegen Begleitschutz hier raus. Wir müssen nur Ruhe bewahren. Genau, bewahrt ihr mal Ruhe. Der Papa regelt den Rest. Erstmal looten, was ich hier kriegen kann. Braucht ganz dringend. Okay, Granaten habe ich wieder. Medipack habe ich wieder. Was ist denn mit ihm hier? Alles nehmen, komm. Alles schön einpacken. Ich könnte ja auch mal, was mir eben gerade einfällt. Ah, ja, sehr geil. Hier schön ein Schild benutzen. Ja, natürlich, jetzt muss ich eine Leiter hoch. Meine Lieben, bevor es hier zu lange dauert, sonst werden die Folgen zu lang, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns zur nächsten Folge, dann geht's hier steil weiter bei Division. In diesem Sinne, euer Kalle. Ciao, ciao.